Moin, ich bin Julian von Pfeffers Finest. Das hier ist Fine. Und heute befassen wir uns mit dem Thema, was der Hund am besten kann, nachsuchen. Wir haben einen Anruf bekommen, wir müssen eine Sau nachsuchen. Aufregung ist schon groß, alle Sachen schon im Auto liegen. Und da wollen wir jetzt mal heute beigehen und den Hund an die Arbeit kriegen und im Idealfall auch die Sau finden. Da mache ich mir beim Hund eher weniger Sorgen. Also los geht's. Und hier auf dem Weg hast du geschossen? Genau, da vorne die Wand da vorne. Okay. Und hier die Pfeife im Mund, wo die Wette gewesen ist, wo die Kinder von den Mutter hier. Die Mutter und die. Dann so kann man es nicht hier. Ja. Die von da gekommen, hat die auch gebrochen. Okay. Hier noch und hier. Und dann ist die so rübergegangen und wie die hier stand, habe ich die geschossen. Okay, dann lass den Hund mal einfach machen. Lasst sie mal einfach, lasst immer ein bisschen Platz, sag ich ja, mal. Genau, über dir. Dann hat die dann sofort gekriegt und dann im Mais, ich sag mal, vielleicht fand ich wieder Mais, noch zweimal gekriegt. Ja. Und dann konnte ich nachher auch beide weiter zugehen, aber auch nur 20, 30 Meter Mai. Da konnte ich immer so ein Atmen hören, als wenn die Lungenschoss hätte und so ja, ganz cool. Ist jetzt gekommen. So, Schöpfer, wo ist Schöpfer? Hey, das ist ein Buch. Nur Schöpfer. Und im Mai oder so habt ihr auch keinen Schweiß nicht gefunden? Nee, da haben wir keine Gewinn gehabt. Okay. Nur quer durch die Reihen, ne? Finde nur Verwund suchen. Hey Fine, komm raus, wende dich. Vielleicht ist sie doch da rein, wer weiß. Erstmal. Definitiv gesehen, dass sie da rein ist? Ich hab das nur da wie nur gehört. Gesehen habe ich es nicht so rein. Kann das ja auch sein, dass von den anderen einen gewesen sein. Ich gehe hinter meinem Hund her, bitte. Schau es damit nicht. Wir gucken, ob sie hier was zeigt. Das Schwarze da, das geht irgendwie. Auf jeden Fall kein Schweiß. Die man nur Färbung suchen. Komm jetzt hier weg, hier ist nichts. Komm jetzt hier ist gar nichts. Ich kann gleich festgesetzt oder jetzt noch den Verwartung.
Fine, komm her. Hey. Fine, komm hierher. Ha. Fine, komm, wir gehen nach Hause. Fine. Du willst unbedingt her, hier ist das nicht. Macht auf jeden Fall genauso viel Spaß, wie es aussieht. Mir fällt gerade das Lied von Guns N' Roses ein, Welcome to the Jungle. Zu zweit oder? Keiner. Haben wir ihn im Mais verloren oder? Keine Ahnung. Ist ja nicht so riesig. Ich weiß nicht, warum sie so hektisch wird, ne? Da war ein Hase dran oder was auch immer. Das ist auch nichts für Allergiker hier. Ich sagte, das staubt hier ganz schön. Nichts für Allergiker. Will um jeden Preis, ne? Achtung, Graben. Jetzt wenigstens das Gesicht frei. Feierabend. Nachsuche beendet. Was war? Nochmal kurz zusammengefasst. Also wir haben den Anruf bekommen, Nachsuche auf eine Sau. Größe irgendwie sowas in die Größenordnung 55 bis 60 Kilo. Wurde beschossen zwischen zwei Maisschlägen auf dem Weg. Auf eine Entfernung von ungefähr 60, 70 Meter. Ich habe jetzt die Schritte nicht gezählt, aber das kommt ungefähr hin. Und soll dann angeblich im Mais rein sein. Wir haben mit dem Hund alles abgesucht. Was haben wir gesucht? Ungefähr, wie spät haben wir es jetzt?
Dreiviertelstunde, Stunde, irgendwie sowas haben wir gesucht, haben ein, zwei Mal komplett neu angesetzt, sind den Weg einige Male hoch und runter gegangen, auf dem dann der vermeintliche Anschluss ja, stattgefunden haben soll. Kein Schweiß, kein Schnitthaar, kein Knochen, nichts zu finden, also absolut nicht zu sagen, ob die Sau getroffen wurde oder nicht. Im Mais auch kein Schweiß, nix. Der Hund hat auch tatsächlich gar nichts angezeigt. Er wollte unbedingt suchen, ja, aber hat eher die Fährten abgesucht, die da von den anderen Sauen hingekommen sind. Also der Wille war auf jeden Fall da. Der Hund hatte richtig Bock, aber kein Schweiß. Das ist schlecht für einen Schweißhund. Ja, also haben wir dann irgendwann gesagt, so jetzt ist Feierabend. Der Hund hat auch, wie gesagt, also er wollte unbedingt, aber gar nichts. In dem Fall einfach der zweitbeste Schuss vorbei. Der beste Schuss ist, wenn die Sau liegt oder Todsuche. Und der drittbeste bzw. der schlechteste Schuss ist, wenn die Sau krank ist und man die nicht findet. Ja, also mache ich jetzt Feierabend. Oh, ich war auch so klug, habe mir ein T-Shirt angezogen. Ich hätte vielleicht ein Hemd anziehen sollen. Da hat mein Hirn wieder Bestleistung abgerufen. Ich bin ein bisschen aufgeschürft hier, aber ja, was soll's. Kämpferwunden. Ich wünsche den Jungs auf jeden Fall weiterhin guten Anlauf. Vielleicht setzen sie sich heute Abend nochmal hin und kriegen dann tatsächlich noch die Sau. Auch wenn keiner irgendwie was abgekriegt hat. In dem Fall kann man wenigstens ruhig schlafen. Also, Waldmanns Heil. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Allen anderen, die heute noch rausgehen oder die Woche über, je nachdem wann ihr das Video anschaut, wünsche ich natürlich auch Waldmanns Heil. Und wir sehen uns dann nächste Woche.